Ah, Vanessa, jetzt pack doch endlich Adventskalender aus. Vanessa, pack endlich Adventskalender aus. Ich komm ja schon. Es geht heutzutage nicht mehr so schnell. Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video. Heute packen wir den Rentner-Adventskalender aus. Es sind ein paar Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2070 und ich hoffe, euch geht's allen gut. Oh, aber mein Dekolleté habe ich gut eingecremt über die Jahre. Sorry, die Straf. Ich kann das Video jetzt nicht als Rentner durchziehen. Also, hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne. Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Auspack-Video. Ihr habt mich in den Kommentaren 100-mal danach gefragt, wann gibt's wieder Adventskalender-Auspack-Videos. Und jetzt fängt's an. Oh, goodness. Genau jetzt. Jetzt ist der Start. Und wie fangen wir besser an als mit einem Rentner-Adventskalender? Ich bin zwar keine Rentnerin, aber vielleicht kann ich doch die ein oder andere Sache dazu sagen. Vielleicht fühle ich jetzt den Spirit. Jetzt muss ich mal ganz kurz in meine Unterlagen gucken, was dieser Kalender gekostet hat. Hier habe ich die Rechnung. Der Kalender hat 22,95 Euro gekostet. Das sind fast 50 D-Mark, ne? Mensch. Krass. Dann befreien wir ihn erstmal von seiner Verpackung. Oh, hier ist jetzt der echte. Da ich noch nicht in Rente bin, weiß ich jetzt natürlich nicht, was man im Rentenleben so alles braucht. Ich hoffe aber, dass der Rentner-Adventskalender tolle Sachen beinhaltet, die meinem Rentner-Dasein Freude bringen. Also, wir beginnen. Oh, Leute, geht wieder los, Leute. Es geht wieder los. Wir packen jetzt hier aus und fangen an mit Türchen Nummer 1. Was erwartet uns unter Türchen Nummer 1? Womit wird mein Rentner-Dasein schöner gemacht? Hammer. Genau das brauche ich. Oh, riecht ganz fantastisch. Ich würde sagen nach Orange. Ah, eine reine Bienenhonigwachskerze. Das ist sehr gut, weil manche Wachskerzen sind giftig. Oh, wo hab ich denn jetzt mein Feuer gelassen? Sagen Sie mal. Das mit dem Gedächtnis wird im Alter wirklich nicht besser. Schön. So leitet man natürlich auch gut die Adventszeit ein, ne? Ambiance nenne ich das. Türchen Nummer 2. Oh, oh, da werden wir verwöhnt. Himbeermarmelade. Ohne Kerne natürlich. Schön smooth. Ja, eine gute Himbeermarmelade. Ah, Zeit. Hier steht auch drauf. Zeit für ein gemütliches Frühstück. Klar, und für ein gemütliches Frühstück braucht man eine Kerze und Himbeermarmelade. Natürlich. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass jetzt hier wirklich auch nur Aufstriche drin sein werden. Wir finden es heraus. Türchen Nummer 3. Oh, klar. Grüner Kaffee? Okay, davon habe ich noch nie gehört. Hä? Mein Enkel hat mir gezeigt, wie ich das hier benutze. Der grüne Kaffee wird aus grünen und ungerösteten Bohnen hergestellt. Genießen Sie den einzigartigen Geschmack des grünen Kaffees pur nach dem Sport. Klar. Oder nach jeder Mahlzeit. Aha. Um diese Uhrzeit jetzt kann ich keinen Kaffee mehr trinken, aber zum Frühstück toll. Auch mal was Neues entdecken, ne? Türchen Nummer 4. Oh, na klar. Ich wollte schon immer einen Haufen Hotelartikel in meiner Wohnung haben. Nuss-Nougat-Creme von Nudossi. Sagt's nicht meinem Mann, aber ich probiere es mal ganz kurz. Eine gute Nuss-Nougat-Creme. Also da kann ich mich ja jeden Morgen aufs Frühstück freuen. Honig! Hammer! Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt er mir sehr gut, weil wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich schenke den meiner Oma, die in Polen lebt und die ich nie sehe, das ist doch nett. Das ist doch nett. Da sagt man sich, ach, oh, da mache ich mir heute ein Honigbrötchen. Oder mach das in meinen Tee rein.
Türchen Nummer 6. Wir sind jetzt beim Nikolaus. Nikolaus. Ihr dürft zuerst gucken. Ja, es sind boring Frühstückprodukte. Aber ich finde das ganz nett. Ich werde alt. Instant Salbei und Honig. Portion für eine Tasse. Mit Vitamin C. Wichtig, wichtig. Nach Belieben mit Honig nachsüßen. Nett. Man muss jetzt auch sagen, ist es ein Nikolaustürchen gewesen? Hm. Weiß ich nicht, Digga. Türchen Nummer 7. Och toll, was ist das denn? Obst, Wiese, Apfelkraut. Ich bin überrascht, ich kenne die Hälfte der Sachen nicht. Also, Apfelkraut. Das schmeckt wie Apfel, Karamell, bisschen essigmäßig, ach ja, sauer wegen Apfel. Oh mein Gott, ich freue mich da mega drauf, das morgen auf mein Brot zu schmieren. Von Grafschafter, das ist die, das sind die, die auch diesen Zuckerrübensirup haben. Okay, Leute, ich habe das Gefühl, ich tauche hier ins Rentnerparadies ein. Wahrscheinlich kennt ihr alle Produkte und ich bin nur hinterm Mond aufgewachsen, aber es ist Hammer. Türchen Nummer 8. Kaffee Afrika. Ich habe ja mit Ich will Fair zusammengearbeitet, wo ich auf Siegel und sowas hingewiesen habe. Und das fällt mir gleich alles auf. Hier haben wir das Fair Trade Siegel, das EU Bio Siegel. Nice. Instant Kaffee aus Tansania. Lieblingszahl, Türchen Nummer 9. Hier haben wir Getreidekaffee. Instant Getreidekaffee. Das ist hier aber hier sehr kaffeelastig. Das ist alles für meinen Mann. Nein, das ist für mich. Ha, 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 das ist koffeinfrei. Getreidekaffee, das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Es ist aus Roggen, Zichorien, Gerste, Eicheln, Feigen. Ich trinke zurzeit immer koffeinfreien Kaffee. Ich habe euch erzählt, ich vertrage keinen Kaffee mehr, weil meine Angstzustände dadurch getriggert werden. Deswegen bin ich jetzt auf koffeinfreien umgestiegen. Das geht voll klar. Also ich habe jetzt auch keine Probleme mehr. Das ist jetzt schon Wochen her. Aber es ist cool, mal Alternativen noch zu probieren. Türchen Nummer 10. Ah, und hier haben wir den OG Goldsaft Zuckerrübensirup. Den kenne ich, aber den mochte ich nie. Das ist aus 100% Zuckerrübe. Aber es könnte sein, dass mein Geschmack sich jetzt verändert hat. Sehr sticky. Ich bin älter geworden. Nee. Ich glaube, so alt bin ich noch nicht, dass ich diesen Rübensaft mag. Sagt mir bitte nicht, dass ihr das gerne auf euer Brot schmiert, diesen Zuckerrübensirup. Ich kann das nicht. Ich kann diesen Geschmack. Türchen Nummer 11. Zur Adventszeit. Da trinkt man doch gerne mal einen Kakao. Macht man sich noch ein, zwei Marshmallows obendrauf. Was sagt ihr eigentlich zu meiner Weste, Leute? Triggern sie bei euch auch Kindheitserinnerungen? Bei mir extrem. Türchen Nummer 12. Guten Morgen, Bio-Kräutertee. Bitte guckt nicht auf meine Fingernägel. Blackberry Leaves, Peppermint, Strawberry Leaves, Sandaluda, Cornflower. Klingt sehr gesund, klingt sehr lecker. Lecky schmecky. Da werde ich doch gerne zum Rentner. Wir sind schon mit der Hälfte des Kalenders durch. Oh, das geht wieder viel zu schnell. Ich weiß, ihr wollt euch genauso wie ich 3 Stunden weiter Marmeladen anschauen. Sorry, sorry. Aber es kommen noch ganz viele andere Adventskalender. Darauf könnt ihr euch aber gefasst machen. Türchen Nummer 13. Das habe ich nicht erwartet. Canela, Kräuterleber, Schweinefleisch, Speck, Wasser, Schweineleber, Schwarten, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Konservierungsstoffe, Milcheiweiß, Zwiebelpulver, Gewürze, Dextrose. Das ist aber auch, ne? Man sagt immer, hier in diesen veganen Produkten sind so viele Schnickschnack-Sachen drin. Da ist genauso viel Schnickschnack drin. Da hätte ich mir gewünscht, dass man den Rentnern mal die gute vegane Leberwurst reinpackt. Hier sehe ich kein Bio drauf. Türchen Nummer 14. Jetzt wiederholen sich die Sachen. Heißer Holunder. Oh, hier ist mit Vitamin C und Magnesium. Oh, Türchen Nummer 15. Ah, ja, jetzt wiederholen sich die Sachen ab der Hälfte, gell? Aber sehr gut. Heidelbeermarmelade. 16. Endlich! Ja, Follo! Finally! Der kommt aber auch ein bisschen spät, ehrlich gesagt. Ein guter Spritzgebäckkeks mit Marmelade in der Mitte. Natürlich. 17. Ich habe nichts gesagt. Na Mensch, Vegetella.
Achso, das ist, glaube ich, vom gleichen Hersteller. Veganes Tomaten-Basilikum-Aufstrich. Ja, und dann kann die Oma kann erzählen, ach Mensch, Lisa, ich habe da letztens in meinem Kalender einen veganen Aufstrich gefunden. Ganz lecker. Da werde ich das mal öfter holen. 18. Das fehlt mir ein bisschen in diesem Adventskalender. Bratapfeltee. Mal ein bisschen festlich. Weihnachtszeit genießen. 19. Geil, dass einfach so random, unkommentierte zwei Schokoladenherzen sind. Ja, ich darf das auch nicht essen. Aber ich muss ja probieren, wie die Schokolade schmeckt. Von Lind! Na, dann ist die gut, ne? Lindschokolade ist einfach lecker. Türchen Nummer 20. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, meine Oma wüsste nichts damit anzufangen. Aber ich find's mega geil. Ich habe das nämlich gerade zum Geburtstag geschenkt bekommen. Diese, wie nennt man das? Räuchertürmchen. Da vertreibt die Oma am Morgen erstmal schön die bösen Geister aus der Wohnung. So, und dann macht man sich das so zu Hause an und dann raucht man erstmal schöne dicke Tüte und dann räuchert man seine Bude aus. Was ist das für ein Duft? Aber... cool. Ich find's mega cool. Für mich wäre auch so ein Esoterik-Adventskalender voll was. Mit so Kristallen drin, Räucherstäbchen. Türchen Nummer 21. Etwa Marmelade in Marillengeschmack. Auch eine Frucht, die ich sehr selten esse. Marille. Türchen Nummer 22. Oh, wieder Honig. Aber dieser dicke. Es gibt ja so dicken Honig und so flüssigen. Ich mag, glaube ich, den dickflüssigen irgendwie lieber. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, warum es dickflüssigen gibt? Also warum ist der dickflüssig und der andere nicht? Ist da, also gibt es welcher Unterschied? Also wo ist der Unterschied? So, ich brauche mir hier gerade meine Bude so weg. Da frage ich mich wirklich. Können Sie damit was anfangen? Türchen Nummer 23. Nochmal Kaffee. Wir hatten lange keinen Kaffee. Kaffee Bio von Schweizer. Organic Instant Kaffee, Bio löslicher Kaffee. Ja, gut. Und jetzt ist der Tag gekommen. Ich bin Rentner. Ich wach gerade auf. Oh, die Knochen tun schon ein bisschen weh, aber alles ist noch gut. Ich habe ja meine Enkel, die sich regelmäßig bei mir melden. Und meine Kinder. Und alle lieben mich. Und dann sehe ich, oh, es ist ja heute Weihnachten. Heiligabend, der 24. Und dann mache ich das 24. Türchen auf. Voller Vorfreude. Und finde... Oma Hartmanns kalter Hund. Oh mein Gott. Und Kuchen. Nee, kalter Hund ist nicht Kuchen. Das sind Kekse. Eigentlich kennt doch jeder kalter Hund, ne? Ja, muss ich unbedingt mal selber machen. Oder auch nicht. Warum heißt das eigentlich kalter Hund? Schmeckt ganz okay. Es sieht ein bisschen ran, also nicht ranzig im Sinne von alt. Es sieht halt so ein bisschen, oh, ich bin mal geschmolzen. Wenn die schon Lindherzen reingemacht haben, warum haben sie dann nicht so kleine Schoko... Es gibt doch diese ganz kleinen Lind-Weihnachtsmänner. Der hätte da bestimmt reingepasst. So, aber was halte ich denn jetzt nun von diesem Adventskalender? Ich muss sagen, ich finde den herzallerliebst. Außer das Ding hier. Also, das räuchert hier mir echt alles weg. Vielleicht sollte man auch nicht 10 Minuten daneben sitzen. Ich finde den Kalender richtig süß. Ich bin echt Fan. 22,95, also 23 Euro. Ja gut, man kann jetzt sagen, für 23 Euro kann ich aber 5 von diesen Packungen holen. Aber dann hat man halt nicht diese Vielfalt. Aber 22 Euro, das ist schon eine Ansage. Aber ich finde den süß. Ich finde also, gerade so, wenn man dran denkt, dass es so ein Frühstückskalender ist, ich stelle mir das richtig nett vor, dass man so als Rentner dann irgendwie so ein Ding geschenkt gekriegt hat und dann guckt man jeden Tag und sagt so, ach Mensch, oh. Aber vielleicht habe ich auch Rentner falsch im Kopf und sie sind voll picky und sagen so, oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße. Ich kann es leider nicht beurteilen. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Adventskalender-Video. Leute, und bis dahin, ne? Esst eure Vitamine, trinkt viel Wasser und macht viel Sport und lebt das Leben, denn morgen könntet ihr schon aussehen wie ich. Oder ihr seht schon aus wie ich. Dann viele Grüße. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn, Antenne. Eure Maiwanne. Tschüss.